Moin Freunde, ich mache mal ein Video heute außer der Reihe. Und zwar habe ich mich gerade so ein bisschen über YouTube bewegt und ich sehe immer wieder Leute, die ein Reaktions-, ein Reaction-Video machen auf andere Videos. Offensichtlich ist das so, dass die dadurch auch dann Klicks Genau. optimieren können. Dieses möchte ich mal testen. Ich habe mir ein Video rausgesucht, welches ich noch nicht gesehen habe, von dem ich aber glaube, dass es lustig ist. Das werdet ihr dann natürlich nicht sehen, sondern ihr seht nur meine Reaktion, wie lustig ich das finde. Ich werde das darauf reagieren bei bestimmten Sachen. Und zwar ist das ein Video, offensichtlich ist Luke Mockridge geprankt worden von seinen Eltern bei Verstehen Sie Spaß. Und das werde ich mir jetzt angucken. Und dann werde ich versuchen, all diese Sachen, weil es geht um dieses Video, alles, was da steht, werde ich bei mir reinschreiben. Ich werde auch in meine Beschreibung alles das reinschreiben, was auch dort drin steht. Und zusätzlich das, was ich noch zu sagen habe. Und ich werde auch alle Tags benutzen, die er benutzt hat. Das kann man ja auch ganz einfach rausfinden. Ich werde dann auch alle Tags benutzen. Und dann werde ich mal sehen, wie viele Klicks dieses Video dann optimieren kann. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also seid mir nicht böse drüber. Ist eine dumme Sache eigentlich, aber es ist absolut legitim und machen ganz viele Leute. Und ja, ich will einfach mal gucken, ob das tatsächlich so funktioniert, wie man das jetzt öfter mal in Videos gesehen hat. Also starte ich mal das Video. Ihr werdet das auch nicht hören, was ich da sehe, weil ich auch nicht möchte, dass da irgendwas Urheberrechtliches passiert. Deswegen höre nur ich das. Und von daher seht ihr nur meine Reaktion. Ist ein bisschen langweilig, wenn ihr das nicht hört. Ich kann das dann ja mit anderer Musik unterlegen. Ich unterlege das mit anderer Musik und ihr seht meine Reaktion und so weiter. Irgendwie werde ich das schon machen. So, dann schauen wir mal. Ja, so, da geht's los. Jetzt bauen die da ein ganzes Haus um. Ein Seminarraum und so weiter. Bauen die um in ein Institut. Jetzt wird da die italienische Flagge gehisst. Offensichtlich wollen die halt Luke Mockridge sprengen. Der hat nämlich einen italienischen Pass und die wollen gucken, dass sie den, zu, dass der zur Bundeswehr muss. Falsche Polizisten. Ich finde das so geil, weil der geht einfach mit, ne? Also er hat italienischen Pass tatsächlich wohl und lebt aber hier in Deutschland, hat aber italienischen Pass. Und seine Eltern stecken da halt voll mit drinnen, ne? Bill Mockridge und Margie. Jetzt blenden sie natürlich unten rechts auch noch den Luke ein, wie er sitzt bei Verstehen Sie Spaß und sich da selber sieht. Also jetzt hat er telefoniert mit seinen Eltern. Und die verarschen ihn natürlich komplett und jetzt steigt er natürlich ein bei den Polizisten oder bei den falschen Polizisten, die noch nicht mal ein Polizeiauto haben, sondern ein Privatauto irgendwie. Natürlich viele Komparsenkollegen da,
aus Köln oder was und dass das so aussieht, als ob das natürlich echt ist. Ja, geil. Jetzt spielen die natürlich auch, wie soll es anders sein, die Musik ein von der Pate. Passt natürlich. Also Luke glaubt, es geht um einen Strafzettel, den er bekommen hat in Sardinien. Sehr witzig. Er bleibt immer noch voll ruhig und hört sich das jetzt an, was die Frau ihm da in diesem vermeintlichen Konsulat zu sagen hat. Der ist total, total verpeilt irgendwie. Ja, genau. Er hat einen Brief bekommen und jetzt versucht er sich rauszureden, dass die Putzfrau vielleicht den Brief weggeworfen hat. Er glaubt immer noch, das kommt von dem Parkticket. So, jetzt hat sie ihm gesagt, dass er jetzt gleich gemustert wird fürs Militär. Und er guckt schon so rum nach dem Motto, ist das hier, verstehen Sie Spaß? Also er soll jetzt nach Italien zum Wehrdienst. Kommt hier so ein Kommandant mit Uniform und all drum und dran und jetzt sprechen die natürlich Italienisch. Erklären Sie ihm, er hätte bis zum 20. Lebensjahr die Möglichkeit gehabt, den Wehrdienst zu verweigern. Und das hat er wohl versäumt, weil er keinen Brief gekriegt hat. Jetzt gibt er sich natürlich selber die Schuld, weil er glaubt durch seine Schlampigkeit, dass er diesen Brief verbabbelt hat, dass er jetzt zum Wehrdienst muss. Er glaubt, er muss jetzt 12 Monate zum Wehrdienst. Jetzt versucht er sich rauszureden von wegen erkannter Hornhautverkrümmung und kann ja eigentlich nicht zum Wehrdienst. Ruft seine Mutter an. Jetzt erzählt ihm seine Mutter nochmal das Gleiche. Der hat gerade mit jemandem telefoniert, angeblich in Italien, und
Sie hat ihr das quasi bestätigt, dass er jetzt das Musterung muss. Und jetzt hat er die Bestätigung von zwei Seiten. Ja. Man sieht ihm an, er hat keinen Bock. Er hat so richtig Bock, in der Kaserne zu wohnen. Das sieht man gerade. Er kriegt gerade gesagt, die ersten 3 Monate muss er wohl in einer Kaserne wohnen. Kommt der Amtsarzt, das wird bestimmt lustig. Man sieht ihm an, er ist total im Arsch irgendwie. Er hat keinen Bock auf alles. Jetzt wird er gefragt, ob er Allergien hat, und er sagt: Nein, mein Vater hat Heuschnupfen. Ist er auch. Er ist einfach zu gesund, er muss zum Bund. Jetzt kommen seine Eltern rein. Jetzt tun die Eltern natürlich so, dass sie ihrem Sohn helfen wollen, und jetzt will Bill Mockridge bei der kanadischen Botschaft anrufen, ob man was machen kann, weil er hat ja auch noch einen kanadischen Pass. Es versuchen die Eltern für Luke den Arzt zu bestechen, natürlich als gespielt. Und jetzt versucht Luke natürlich zu simulieren und irgendwelche Krankheiten zu erfinden. Bin ich mal gespannt. Nee, jetzt soll er eine Tafel gucken, ob er bei Buchstaben und Zahlen erkennen kann. Er kann natürlich gar nichts erkennen, weil er natürlich nur, weil er keinen Bock hat, ne? Ja, jetzt wurde er gefragt, ob er auch mal Herzrasen hat und auch mal Panikattacken zwischendurch. Er sagt, hat er ständig. Jetzt muss er so einen Fitness-Test machen, und er kann natürlich gar nichts. Ihm tut alles weh, und Rückenschmerzen und Plattfüße, und der Arzt, mal gucken, der hat schon gesagt, Arthritis und alles Mögliche.
Es gibt der Arzt nochmal alles wieder, all seine Wehwehchen, die er so hat. Und er nickt nur. Also der Arzt sagt, Militär ist ausgeschlossen und das Militär will natürlich, dass er trotzdem geht. Ja. Jetzt sagt, kommt ein Soldat rein, der Meldung macht, dass der Raum abgehört wurde und jetzt fliegt wahrscheinlich alles auf, dass er jetzt den Arzt bestochen hat und so. Ja, jetzt glaubt er, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wie geil. Den hauen sie so richtig in den Sack. Jetzt hat er richtig Angst. Jetzt hat er gleich wirklich Panikattacken. Na, wer kommt jetzt rein? Jetzt kommt bestimmt Guido Kanz oder was? Also Luke Mockridge, der bricht gleich zusammen, hat man so das Gefühl. Der ist echt im Arsch. Und jetzt kommt natürlich Guido Kanz. Und jetzt wird alles aufgelöst. Er hat schon die ganze Zeit immer so ein bisschen nach rechts und links geguckt und man hat so ein bisschen, er hat es wahrscheinlich schon vermutet, also hat man so das Gefühl gehabt. Immer so von wegen, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt wird gerade aufgelöst, dass er von seinen Eltern quasi verarscht wurde. Ja. Ist eigentlich ganz witzig gemacht gewesen. Ne? So, ja, das war jetzt meine Reaktion. Ich sag trotzdem auch, ja, wenn es mal außer der Reihe ist und mal was ganz anderes ist, nur für den Test halt, sage ich trotzdem, guckt euch meine anderen Videos an. Habe ich hier unten verlinkt. Und lasst ein Like da, wäre super. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Samstag um 15 Uhr wieder mit einer mit einem Nein. Video oder so, ne? Hier Crazy Janni. Mich könnt ihr auch mal abonnieren. Wir müssen mal gucken, ne? Also wir machen jetzt halt die Tage, ich habe Mittwoch, Donnerstag frei und dann werden wir mal gucken, dass wir wieder ein bisschen was gedreht kriegen. Für ihn, für mich und bis dahin.